Wir von Goch TV haben durch Zufall eine Übung der Gocher Feuerwehr im Gewerbegebiet in Goch gesehen. Und der Brandinspektor und Oberbrandmeister, die beiden werden uns für Goch TV erklären, was diese Übung für einen Sinn hatte. Also wir haben heute Abend hier eine Übung vorbereitet mit zwei Kameraden. Die Firma Elektro Knops war so freundlich, hat uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. In dieser Halle wurde ein Pkw-Brand simuliert. Erster Angriffstrupp löschen sollte. In dieser Halle waren noch drei vermisste Personen, die Frau und zwei Kinder. Die mussten über die Drehleiter, über den zweiten Fluchtweg aus dem Büro gerettet werden. Weiterhin war vorgesehen, dass während dieser Übung ein Angriffstrupp von uns ausfällt. Das heißt, technischer Fehler am Gerät simuliert und der zweite Angriffstrupp bzw. der Sicherheitstrupp musste diesen Trupp dann retten. Stefan, nach meiner Information warst du der Einsatzleiter. Ja, das stimmt. Also wir kamen hier an, eine verrauchte Halle, ein Pkw brannt in voller Ausdehnung. Es wurde uns gesagt, dass dann halt noch zwei Kinder und eine Person oder eine weibliche Person vermisst wurden. Die haben wir dann relativ zügig gesichtet am oberen Fenster. Die Personen wurden mit der Drehleiter gerettet. Während des Einsatzes hat der Angriffstrupp eine Medienmeldung rausgegeben und da war dann unser weiterer Weg, halt unseren Trupp zu retten und zu bergen. Das haben wir dann relativ zügig gemacht. Das war eigentlich eine, glaube ich, gelungene Einsatzübung. Kenne ich nur den Spruch der Feuerwehr. Kennst du den auch? Na klar, Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr.